Wir sind bei unserem Duell. Nach monatelangem Corona-Flickenteppich sollen bundesweit bald einheitliche Regeln gelten, um mehr Gleichmäßigkeit in die Pandemiebekämpfung zu bekommen. Hat die Regierungskoalition sich auf eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes verständigt? Morgen wird darüber im Bundestag abgestimmt. Es geht dann um die sogenannte Bundesnotbremse. Ein Haushalt darf bei hohem Inzidenzwert nur noch eine weitere Person treffen. In den meisten Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs darf nur noch mit negativem Test und Termin eingekauft werden. Besonders heftig gestritten wurde und wird über die geplanten Ausgangsbeschränkungen. Braucht es die wirklich, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen? Das wollen wir gleich in unserem MoMA-Duell diskutieren. Zuvor Jan Fritzsche mit den Details. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt. Intensivmediziner fordern dringend eine bundeseinheitliche Strategie, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Doch im Bundestag wird noch über die sogenannte Bundesnotbremse diskutiert. Vor allem über Ausgangsbeschränkung. Die Ausgangsbeschränkung. Ausgangsbeschränkung. Die sollen jetzt weniger streng ausfallen als ursprünglich geplant. Union und SPD einigten sich auf Ausgangsbeschränkungen nur noch von 22 bis 5 Uhr. Joggen und Spaziergänge allein sollen sogar bis Mitternacht erlaubt sein. Für die einen ist das zu lasch, für die anderen schon viel zu einschneidend. Aerosolforscher stellen in einem offenen Brief generell die Wirksamkeit von Ausgangsbeschränkungen in Frage. Nicht draußen lauere die größte Ansteckungsgefahr, sondern in Innenräumen. Unklar ist auch, ob weitreichende Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen verfassungskonform sind. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags äußert daran in einem Gutachten Zweifel. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die Maßnahmen dennoch für dringend erforderlich. Er sagt: Wir brauchen die Ausgangsbeschränkung, um die britische Mutante B.1.1.7 besiegen zu können. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, sieht das kritisch. Ausgangsbeschränkungen leisten isoliert betrachtet keinen nennenswerten Beitrag zur Pandemiebekämpfung und sind deshalb unverhältnismäßig. Ja, beide sind mir zugeschaltet. Guten Morgen, Karl Lauterbach. Guten Morgen, Wolfgang Kubicki. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Lauterbach, die geplanten Ausgangsbeschränkungen wurden gestern nach den Beratungen ja wieder aufgeweicht. Sie kritisieren das. Warum? Also zunächst einmal muss man in den Vordergrund stellen, ich bin froh, dass wir die Ausgangsbeschränkungen überhaupt beschließen werden. Und sie sind ein sehr wichtiger Bestandteil. Sie sind nicht ausreichend alleine, um die Pandemie jetzt in der dritten Welle zu bekämpfen. Aber sie sind ein notwendiger, wenn auch nicht hinreichender Bestandteil. Und wenn Sie also etwas früher begonnen hätten, beispielsweise 20 Uhr, und es hätte keine Ausnahmen gegeben, wären Sie noch wirkungsvoller gewesen. Aber Sie sind auch so wirkungsvoll genug, dass ich ganz klar hinter dem Entwurf des Gesetzes stehe. Herr Kubicki, also wir hören härtere Ausgangsbeschränkungen im Grunde, das interpretiere ich so, und das hat auch Herr Lauterbach vorher schon gesagt, gleich weniger Infektionen, weniger Tote und ein früheres Ende des Shutdowns. Warum sind Sie trotzdem gegen Ausgangsbeschränkungen? Ja, zunächst einmal sind die Behauptungen ja unzutreffend, die Herr Lauterbach oder Sie jetzt gerade in der Anmoderation aufgestellt haben. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Ausgangssperren isoliert überhaupt eine Wirkung haben. Es gibt Studien aus Frankreich und jetzt auch eine Studie aus Stanford, die sagen, es gibt keine Evidenz. Man kann nicht feststellen, dass Ausgangssperren überhaupt signifikant wirken. Aber wenn ich Karl Lauterbach wäre, dann würde ich mir jetzt die Frage stellen, warum es ihm nicht mehr gelungen ist, seine eigene Bundestagsfraktion zu überzeugen. Denn die war es ja, die eine Verkürzung der Ausgangssperre vorgenommen hat auf 22 Uhr und im Prinzip ja wirklich bis 24 Uhr. Sie macht von 24 Uhr bis 5 Uhr keinen Sinn, greift aber in Grundrechte massiv ein, weil die allgemeine Handlungsfreiheit und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Und deshalb ist sie aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Auch in der Pandemie gilt das Grundgesetz. Das empfehle ich mir wieder zu beachten. Auch die Wissenschaftler bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss haben festgestellt, dass die Studien, die angegeben worden waren, um eine Evidenz zu belegen, dies gerade nicht tun. Herr Lauterbach, also das Problem sind schon auch sich widersprechende Studien? Wir haben immer in der Wissenschaft sich widersprechende Studien und das ist eben die Kunst der Wissenschaftler, die sich also damit beschäftigen, die Studien herauszufiltern, die die höchste Aussagekraft haben. Das sind in der Regel sogenannte Meta-Analysen. Das sind Analysen, die die Gesamtzahl aller Studien, die man hat, zusammennehmen und diese mathematisch auswerten. Also Meta-Analysen sind, wenn man so will, Überstudien. Und da gehen dann die einzelnen Studien, wie zum Beispiel die jetzt von Herrn Kubicki erwähnte Frankreich-Studie mit ein.
Und die beste Meta-Analyse, also Gesamtstudie, die mathematisch alle Studien, also die, die etwas gezeigt haben, die, die nichts gezeigt haben, zusammenbewertet, ist die Oxford-Meta-Analyse. Dort hat man auch genau ausgemessen, was bringen Ausgangsbeschränkungen zusätzlich, wenn schon andere Maßnahmen am Platz sind. Und das ist ja die Situation, die, in der wir sind. Wir machen ja nicht okay, nur Ausgangsbeschränkungen. Okay, aber für den, aber für die Lass nur für den Zuschauer sagen. Für den Zuschauer bleibt nur hängen, also die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich damit, also sei immer sehr intensiv auseinandersetzt, die Spezialisten im Feld, die sagen, dass Ausgangsbeschränkungen zwischen 10% und 20% den R-Wert absenken. Der also Bewegungsforscher Professor Nagel in also Deutschland hat das auch auf Deutschland versucht zu übertragen. Ich stimme seiner Einschätzung zu. Das, was wir jetzt erreichen müssen, um unter den R-Wert von 1 zu kommen, wird zumindest einem Viertel durch diese Maßnahme erreicht. Lassen Sie uns über die verfassungsrechtlichen Bedenken jetzt sprechen. Herr Kubicki, Ihre Partei, die FDP, die skizziert sich oft auch als Partei der Pragmatiker. Muss man jetzt nicht vielleicht als FDP auch sagen, gut, dann ringen wir uns eben über diese verfassungsrechtlichen Bedenken hinweg und sagen, okay, wir akzeptieren jetzt eine Ausgangsbeschränkung zum Wohle aller? Zunächst einmal ist ja die Behauptung, es sei zum Wohle aller durchaus strittig. Ich bin kein Wissenschaftler, der sich anmaßt zu erklären, er wisse besser als alle anderen, was zu geschehen habe. Professor Krüger und Professor Ströh, beides ja auch Virologen, Epidemiologen, erklären genau das Gegenteil von Herrn Lauterbach. Das ist momentan nicht mein Problem. Aber die Anmutung, dass wenn verfassungsrechtliche Zweifel im Raum stehen, man die einfach beiseite schiebt, die halte ich für ziemlich unangemessen. Denn noch einmal, es geht um massive Grundrechtseingriffe, beispielsweise auch um die Frage, wie kann ich Menschen, die geimpft sind und genesen sind, von denen keine Gefahr mehr ausgeht, nachts zu Hause einsperren? Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr, ohne Gefahr keine Abwehrmaßnahmen. All dies muss geklärt werden. Wenn das im Parlament nicht möglich ist, und es scheint so, dass die Große Koalition das auf Biegen und Brechen durchsetzen will, dann muss es eben vor Gericht geklärt werden. Das ist der Sinn eines Rechtsstaats. Parteichef Herr Kubicki gesagt, also Herr Lindner, das geht jetzt schon in die richtige Richtung, worauf sich gestern Union und SPD verständigt haben. Es wurde ja aufgeweicht. 22 Uhr bis Mitternacht kann man alleine noch spazieren gehen und joggen. Werden Sie trotzdem den Gang nach Karlsruhe erwägen? Den werden wir erwägen. Wir haben auch schon Personen, die erklärt haben, wenn das beschlossen wird, beispielsweise Hermann Otto Solms, 80 Jahre, geimpft, überhaupt nicht mehr gefährlich für sich selbst und die Umwelt, wird aus rechtsstaatlichen Gründen, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, diesen Gang nach Karlsruhe unternehmen, weil geklärt werden muss, ob die Behauptungen, die da in den Raum gestellt werden, bestimmte Maßnahmen hätten, bestimmte Effekte überhaupt zutreffend sind und ob es gerechtfertigt ist, Menschen in ihren Grundrechten weiter zu beeinträchtigen, obwohl von ihnen, wie gesagt, keine Infektionsgefahr ausgeht. Herr Lauterbach, es gibt also nicht nur von der FDP Bedenken, auch Verfassungsrechtler, selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages meldet da ja Zweifel an. Was ist denn, wenn Karlsruhe das kassiert? Ist dann nicht im Zweifel mehr Schaden angerichtet, auch was das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Corona-Management angeht? Ich finde es zunächst einmal selbstverständlich, dass eine so einschneidende Maßnahme auch verfassungsrechtlich geprüft wird. Und davor haben wir also keine Angst, also der Bundestag, der hier dieses Gesetz beschließen wird, die Große Koalition. Weil also wir haben das natürlich auch gemacht und die entsprechenden Ressorts werden einen verfassungskonformen Vorschlag vorbereiten. Das ist jetzt auch geschehen, was jetzt vorliegt, entspricht diesen Kriterien. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es Rechtsverordnungen geben wird, die auch im Gesetz schon angelegt sind, die sich mit der Frage, was geschieht mit bereits Geimpften wie Herrn Solms, also zu beachten ist. Und wenn es sich herausstellt, dass von Ihnen keine Gefahr ausgeht, danach sieht es im Moment sogar aus, wird das sich in der Rechtsverordnung entsprechend wiederfinden. Dafür ist das Gesetz angelegt. Ich weise noch mal ausdrücklich darauf hin, also es muss uns hier in erster Linie um die Menschen gehen. Wir nehmen auch die Grundrechte genauso ernst wie die FDP. Ich finde die Überprüfung richtig, aber wir verlassen uns hier auf die entsprechenden Ressorts. Ich habe mit Innenminister Seehofer und auch mit Christine Lambrecht da engen Kontakt. Die verbürgen sich dafür, dass das verfassungsrechtlich konform ist. Und als Arzt kann ich nur sagen, es ist nicht so, die einen Wissenschaftler sagen so, die anderen Wissenschaftler sagen so, sondern die Mehrheit der Wissenschaftler, die es in diesem Bereich also gibt, die sich sagen wir, gut auskennen, die einen internationalen Namen haben, die legen sich fest und daher haben Ausgangsbeschränkungen ja auch in Deutschland, zum Beispiel in Hamburg gewirkt, aber auch in den Städten wie beispielsweise Lissabon, sie haben in London gelebt. Nein, das ist einfach, das lesen Sie die Studien, wir können uns noch mal darüber noch mal unterhalten. Die Mehrheit der großen Universitäts-, also Institute, die sich da ausgewiesen hat, gehen davon aus, auf der Grundlage aller vorliegenden Studien, es ist kein Wundermittel, aber es wirkt.
Schauen Sie sich die Infektionsverläufe von Schleswig-Holstein und Hamburg an. Wir haben keine Ausgangssperre in Schleswig-Holstein und die Infektionsverläufe laufen genau parallel. Schauen Sie sich das Saarland an. Die haben weder Ausgangssperren, die haben sogar geöffnet. Die Inzidenzzahlen sinken. Die Dänen haben das nicht ohne Ausgangssperre geschafft. Die Schweizer haben das ohne Ausgangssperre geschafft. Also diese Verknüpfung, Ausgangssperren führen dazu, dass automatisch weniger Inzidenzzahlen da sind, ist einfach nicht richtig. Hat niemand gesagt. Das wird hier jetzt in dieser Sendung nicht mehr zu klären sein. Also zumindest wird hier kein Konsens erzielt. Bedanke mich dennoch, dass Sie heute Morgen Zeit gefunden haben, hier mit uns zu diskutieren. Das waren SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki zu den Ausgangsbeschränkungen, die morgen möglicherweise vom Bundestag beschlossen werden. Vielen Dank an Sie beide. Danke sehr. Okay.